Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf der Hof 2022 mit den Senioren. Und die grüße ich natürlich auch. Ach, jetzt habe ich, guck mal. Ich muss ja mal gucken, wer denn da ist. Manchmal sind die einige der Senioren so leise, dass man die vergessen kann. Aber heute Abend sind da Chris, Marc, Sascha, Willi, Thomas, Marco und Michael. Hallo. 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 So, jetzt waren sie nicht leise. Ja, ihr habt in der letzten Folge gesehen, wir haben mit dem Feld angefangen, Mais zu machen. Willi hat gekalkt. Und das andere große Feld ist ja auch schon in Bearbeitung, beziehungsweise da wird noch Strohrest runtergeholt. Ich weiß nicht, ob du soweit bist, Thomas? Bin fertig, ich fahre gerade weg. Okay, das heißt, gekalkt werden muss da ja nicht. Nein. Dann packen wir da gleich Sorghum drauf, haben wir gesagt, ne? Ja. Als Futter für die Schweine ist nicht verkehrt. Dann ist da ja sonst alles vorbereitet. Ja, Willi, wenn du willst, kannst du natürlich den anderen Zelltrack mit der Pronto nehmen und da Sorghum drauf anpflanzen. Beziehungsweise so lange, bis du Feierabend machst heute. Die kann dann später übernehmen, wenn du magst. Dann würde ich mir noch eine andere Beschäftigung suchen. Wir könnten vielleicht auch das Holz mal wegfahren, oder? Dann wollen wir heute mal die Baumreihe beenden. Mal so ein kleines Highlight-Projekt hier reinmachen. Würde man auch mal. Ich glaube ansonsten, oder wollen wir mit den Zwiebeln anfangen? Zwiebeln müssen wir auch noch machen. Ne, lass uns erstmal die Baumreihe beenden. Komm, dann fahren wir das Holz noch weg, machen die Baumreihe runter. So, Mais ist auf jeden Fall hier mal angepflanzt. Das haben wir durch. Ich überlege gerade, ob ich den Tank und die Sämaschine noch einmal voll mache. Früher haben wir das gemacht, ne? Da haben wir Geräte voll abgestellt, ne? Mhm. Weißt du das noch, Willi, damals? Oh, wann war das noch? Vor dem Krieg? Oh, das heutzutage. Früher konnte man vorm Krieg sagen, heute ist vorm Krieg schon schwierig. Ja. Hat die Zeiten verändert. Wir haben aber einen tollen Aufsatz, wo Saatgut drin ist. Ja, wir haben so einen Zetteltrack-Aufsatz, Saatgut und Dünger sogar drin. Der Aufsatz steht im In der Hörmannhalle, da wo der andere Zetteltrack jetzt auch gerade steht. Dieser grüne da in der Ecke, oder? Ja, musst du gucken, da ist so ein Field Support gehört Saatgut und Dünger. Ah, ja, genau. Das ist das Gerät. Ich glaube, wenn das voll ist, dann kommst du auf jeden Fall ganz entspannt über die Runde mit dem Sorghum. Ja, Dünger ist halb voll und 88%. Ja, das sollte auch reichen. Also ich, oder? Wie viel Dünger ist, was heißt halb voll? So, 61%. 7500 Liter, nicht ganz. Ja, plus das, was in der Sämaschine ist, da sollte es schon ein Stück weit mitkommen, denke ich. Du, das Gute ist ja, ich komme da ja hinter. Richtig. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich bin immer noch der Meinung, dass die Saddletracks für Säen großartig sind. Also hier Säen und Kalken, da kann man schon einiges da noch mitfahren. Den Sämaschinen hier. Soll nicht ständig zurückfahren und auftanken. Gut, die werden in der Realität, werden die ja auch genau dafür genutzt, ne? Für alles, was man irgendwie aufs Feld drauf fährt. Auch für natürlich, klar, Gärreste und Gülle. Aber diese Zusatztanks hier gibt es ja durchaus auch in der Realität. Ich finde ja diesen Saddletrack-Aufleger, den der Bobby gemacht hat, ganz spannend.
Müssen wir auch nochmal ausprobieren, ne? Ob der. Wir haben ja einen von Andreas. Und ich 60.000. 60.000 Liter gehen da rein, ne? Ja, ja. Und der im Shop, muss ich mal eben gucken. Sorghum hier, du hast gesagt, ne? Da gehen ja 58 Kubik rein. Ah, der sieht schon auch schön geworden. Soll ich ihn auch lassen. Hoch aufgesetzt. Schubwagen. Ach so, guck mal, der hat das anders gelöst. Andreas hat ja diesen Schubboden tatsächlich so in einem Knick gemacht, wie es in der Realität auch war. Also dieser, den gibt es ja so. Und der Bobby hat es tatsächlich anders gelöst, weil eben da dieses Problem mit dem Fill-Type rausdrücken ist. Der hat's, der hat einfach die Fläche ganz nach oben gelegt. Aber sag mal, das könnte sein, dass der sich etwas schwer tut mit der Gewichtsverteilung, oder? Was so Kippen angeht. Müsste mal ausprobieren. Ja, mach eine Abdeckung drauf, damit nichts rausfallen kann. Popcorn. Abdeckung. Die Popcorn-Abdeckung, genau. Marco, was machst du da die ganze Zeit? Ach, weiß ich auch nicht. Och, Marco. Kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Wie auf dem Bazar hier. Ja. So, bevor ich losfahre, frage ich nochmal sicherheitshalber, Sorghum hier sind. Jo, genau. Dann kommen wir auch relativ schnell wieder ans Dreschen. Januar. Im Januar können wir Sorghum dann dreschen. Ja, bei bisschen Schnee. Ist ja völlig üblich. Wenn wir das Schneidwerk gefunden haben bis dahin. Nee, das habe ich schon alles wieder aufgeräumt. Thomas, ich räume dir gerne hinterher. Ist kein Problem. Danke. Noch eine Zeit zum Schieben. Wo bist du? Ist ja schwer. Ich fahre gerade mit 9 km/h sehen. Ja, jetzt kommt er mal ein Stückchen in der Gänge. Mensch. Kurz auf, klar. Juhu. Das war auch gerade etwas sehr ruckelig. Ja. Ob 14, 15. So, Willi, geht volle Post ab. So, ich lasse den jetzt nochmal eben warten und reinigen. Kommt der schon wieder in den Unterstand? Haben wir denn eigentlich noch genug Zuckerrüben? Nicht, dass wir da auslaufen. Also ich habe da schon länger nicht mehr reingeguckt. Weißt du, wie viel wir haben? Nee, weiß ich nicht. So, ich bringe den Zettel-Track mal eben zur Wartung. Dann gehe ich mal eben gucken, wie viel wir haben. Müsste ja am Lager dran stehen, ne? Ja. Hat die Göweil einen besonderen Platz irgendwo? Ja. Nee, die hatte jetzt bisher einen Platz. Schön, der Ball. Der musste ich weg, damit ich die Strohballe abladen konnte. Ja. Passt die hier hinten nicht in die Hallen rein, in die vom CJ Farming? Da müsste die eigentlich reingehen, oder? Da, wo die das Kraftfutter-Silo auch drin steht. Ja, oder gegenüber davon. Ich stehe gerade davor. Guck mal, eigentlich müsste hier doch. Ja, ah, da müsste die reingehen. Gucken wir uns mal eben an. Der Traktor ist eigentlich gut dafür, ne? Schön übersichtlich. Ja. Sieht natürlich ein bisschen albern aus mit diesem Riesengerät. Also der würde das in der Realität wahrscheinlich nicht ziehen oder antreiben. Ich weiß nicht, was die braucht, die Göweil an PS. Steht in der mittleren Tor schon was drin? Nee, nochmal. Ja, soll ich das aufmachen? Ja, das wäre gerade einfacher. Kein Problem, Thomas. Ich mache dir das auf, was dir am besten passt. Ach, guck mal. Also zwei Göweils hintereinander rein.
Ja, ist noch Platz, Platz. Weiter, 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 weiter. Weiter, 2 Meter, 1 Meter, Stopp. Guck dir das an, tipptopp. Dann stellen wir den kleinen gleich daneben, oder? Ja, ja, stell den Traktor mal direkt daneben, genau. Ja, tipptopp. Ja, schön Platz für die Göwei. Wir haben auch im Moment nichts dafür, ne? Weil nicht mehr, nein. Ich habe überlegt, wollen wir... Ich habe gerade überlegt, ob wir Grasballen mal machen sollen, die wir da reinschmeißen, aber das ist auch Quatsch. Wir haben so viel Gras, wir können auch akut sonst mähen für die Schafe. Für die Schafe, das haben wir immer. Ja, das haben wir immer irgendwo übrig, ne? Ein Ladewagen, genau. Ja, die freuen sich auch, wenn sie frisches Gras kriegen, das ist auch nicht verkehrt. So, Saddle Track sauber abgestellt. Achso, wir wollten Holz machen, ne? Ja, ich hol... Einen LKW? LKW, ja. Super. Sag mal, achso, der... Soll ich den Radler da mal mitnehmen? Vielleicht nicht verkehrt, ja. Ne? Ja. Ich bin noch nie in einem Projekt so oft an der Straße entlang gelaufen wie in diesem hier. Ich lasse die Schaufel von dem Radlader dann aber auch hier an der BGA stehen, aber den brauchen wir ja. Die brauchen wir nur hier. Nicht, ne? Ich weiß immer noch nicht, was wir übrigens mit den Hackschnitzeln machen. Fischfabrik. Ich wollte es auch gerade sagen. Die Bäume rausbauen. Pass mal auf, die kannst du, Marco, das ist kein Problem, die kannst du hier günstig abholen. Also wirklich, quasi geschenkt. Quasi, ich lade sie dir sogar ein. Weißt du, was? Ich lade sie dir sogar ein. Wir haben ja keine Fischfabrik. Aber wenn ihr, also ihr könntet euch die ja sofort aus dem FF leisten. Und ich würde eine Sonderregel geltend machen, ihr dürftet die heute kaufen. Ja, genau. Dafür ist Mais nicht ertragreich genug. Wir würden euch ja Mais abgeben, aber leider haben die Südstaaten unseren Maisertrag so massiv reduziert. Denke mal, wir sind mit unseren Feldern ausgelastet. Ah, schön. Weil ja, die Fischfabrik wären ja keine Felder, das wären ja Fische. Ja, aber wir bräuchten ja mehr Mais. Fische. Und was war das andere? Sojaöl? Nee, die Fischfabrik war doch irgendwas, das brauchten wir dann für diese Bio. Ja, genau, und die braucht Sojaöl. Wieder da. Wippie. Wippie. Thomas, möchtest du? Nee. Achso, der ist voll, ne? Dann fährst du wahrscheinlich jetzt erstmal weg, ne? Ja, ja. Gut. Aber wenn unser Hackschnitzel voll sind, dann verkaufen wir sie halt im Hafen. Ja. Ja, richtig. Ich fände halt immer schön, wenn man was halbwegs Sinnvolles mit sowas anfangen könnte, aber. Wenn wir hier an dem Forstgebiet die Bäume kamen, was haltet ihr denn davon, wenn wir trotzdem. Hier wenigstens im Kreis rundherum mal ein paar Bäume setzen, damit das nicht ganz so kahl aussieht. Bis zu 240 können wir ja. Nee, keine gepflanzten, sondern einfach nur ein paar Dekobäume, ja, unterschiedlich Deko-Bäume. Hoch. Bisschen mit Laub und so, damit wir, oder wenigstens zur der rechten Seite hier, damit wir, obwohl auch schön ist, wenn man die Wiese mäht, dass da nichts steht, ne? Ich weiß nicht, ich finde die Fläche hier arg kahl. Ich weiß auch nicht, irgendwas müssen wir hier machen. Ich möchte es aber auch nicht zu einer Wiese machen. Weil
Wir haben ja extra Forstgebiet da unten gebaut, ne? Ein bisschen. Weißt du was, wir machen diese andere Fläche, die wir da unten haben, die zwei Stück, die machen wir noch irgendwann runter. Und dann machen wir hier vielleicht wirklich eine kleine Baumschule hin. Kommen immer mal wieder ein paar Bäume hin. Was weiß ich. Machen wir mal... verschiedene Wachstumsstufen, so. Ja, genau. Mal immer mal 20 Bäume setzen und dann... ja. Können wir auch immer die 20 Bäume wieder ins Sägewerk reinschmeißen. Ja. Vielleicht male ich uns noch so ein bisschen hier auf die Fläche ein paar Sandwege oder sowas drauf, damit wir dann dazwischen diese Schulen anlegen. Dann haben wir mal ein bisschen Platz. Platz haben wir hier wirklich genug. 240 Bäume sind ja nix für so eine Fläche hier. Strukturieren wir das mal ein bisschen. Boah, wir haben hier tickert in einer Tour. Oh, ich weiß nicht, warum das Handy, wenn so viel geht. Viele was von dir wollen? Ja, wahrscheinlich liegt es da dran. Boah, ich fürchte, ich habe so ein bisschen Ohrenschmerzen. Das wäre jetzt echt, das könnte ich jetzt gar nicht gebrauchen. Irgendwie so eine Mittelohrentzündung oder sowas. Ich glaube, ich im ganzen Leben noch nicht gehabt. Ja, doch einmal habe ich das gehabt und das irgendwie fühlt sich das so an, als würde das. Kann man da, ich weiß nicht, kann man da vorbereiten, irgendwas gegen machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, nicht wirklich. Zug vermeiden halt und so ein Zeug. Ja, dann fahre ich halt LKW. Wer war das noch von den berühmten Künstlern? Van Gogh oder so? Der hat doch die Lösung für Tinnitus gefunden. Ach, hat er das gemacht wegen Tinnitus? Ja. Das wusste ich tatsächlich noch nicht. Hat sich gedacht, wenn kein Ohr mehr da, dann auch kein Piepen. Hat ihn aber auch angeschissen. Hm. Hat eine tief genug geschnitten. Daher muss das Wissen kommen und früher hat man dann immer durch Ausprobieren das festgestellt. Ne? Tja. Okay. Genau, so letztens noch so eine Reportage, wo die, wie die auf Chloroform als erste Vollnarkose gekommen sind. Das war auch so ein amerikanischer Doc mit seinen vier Gehilfen oder sowas. Ja. Die haben einfach im Selbstversuch alles, was es zu der Zeit in Apotheken und so gab, mal eben ausprobiert selber. Oh. Einmal wäre ja auch fast nicht wieder wach geworden. Gab's nicht, ist das nicht so bei Champagner auch gewesen, dass Champagner auch so ein durch puren Zufall erfunden wurde? Ich glaube, das war generell Sekt, ne? Irgendwie Weinfässer auf dem Schiff, glaube ich, die angefangen haben zu gären oder so. Ja, oder sowas, ja. Von Sekt und Champagner könnte ich mir vorstellen, dass da einfach irgendwo mal was schlecht geworden ist und dann... Naja, das war auf dem Schiff besser. Da denkt man, das sind ja nur 5 Bäume, die da stehen, ne? Aber durch dieses es ist ja wirklich der Wahnsinn. Aber die haben wir schon gleich runter. Also es ist nicht so, dass das jetzt noch so viele sind. Und man wundert sich jedes Mal, wenn man so eine Reihe hier weg fräst. Sag euch Bescheid, wenn du wieder hier bist, dann oder in der Nähe, jawohl, dann steige ich in den Radlader ein. Ich bin auf dem Rückweg.
aber noch nicht zu sehen. Nein, ich bin jetzt gleich bei unserem zweiten Forschgebiet. Da kann ich den einen Baum hier noch ablegen. Den hast du jetzt direkt auf die CPU gelegt. Genau so fühlt es sich gerade an, das stimmt. Achso, war das nicht nur bei mir? Nee, nee. Vielleicht müssen wir irgendwann mal den Südstaaten mit dem Holz helfen. Da stehen ja noch so 2,10,50 Bäume. Chris, wie sieht das aus mit Bäumen bei euch? So viel ist auch nicht mehr, aber doch schon noch ein paar. Aber es waren deutlich mehr. Dann müsst ihr mal mit der T-Rex 600 mal Hoppla machen. Ja, genau. Da wird nichts gehoppelt. Aber da seid ihr doch so Spezialisten für Hopplas. Definier wir. Na, vielleicht wäre das mal was für so eine gemeinsame Aktion mal. Soll ich weiter zurück, oder? Ja, komm mal ruhig ein Stückchen näher. Aber das ist eine gemeinsame Aktion. Wäre ja blöd jetzt, Micha, weil der Südstaatenhof klammert sich doch immer aus. Und dann machen wir deren Holz alleine. Ja, das stimmt. Das ist auch Quatsch. Da hast du recht. Die spielen ja nicht mit. Die spielen ja nicht mit uns. Obwohl es auch gemein. Chris wollte ja. Er wollte ja. Der arme Kerl. Niedergebunden. Dann halt für den Chris. Alles für den Chris, genau. Ja, Thomas, die liegen wahrscheinlich hier durch das. Liegen lassen so ein bisschen quer. Die muss ich jetzt einfach mal gucken, dass ich sie irgendwie reindäu. Ja, wenn du mit Mähen dann fertig bist, dann als erstes die Silageballen machen, ne? Also das Heu kann liegen bleiben. Okay. Kann eh erstmal trocknen in der Sonne, bis halt. Ja. Weil damit die dann durchgegärt sind, wenn die Verkaufszeit ist. Hier liegen übrigens Bäume, die keine Bäume mehr sind. Thomas, hast du gesehen? Guck mal hier. Siehst du, ist es bei dir auch so? Was meinst du? Also ich sehe nur Bäume. Nee, ich sehe hier, ich fahre durch einige Bäume hier durch, die hier am Boden noch liegen, aber die haben keine Kollision mehr. Ah, das sehe ich nicht. Also okay. Im Moment wäre ich über einen weg, also der hat Kollision. Okay, dann wenn die das bei dir so anscheinend nicht angezahlt. ...2000 fehlen noch. Also irgendwie... ...verhält er sich hier auch komisch gerade. Das kann sein, dass du nachher nochmal gucken musst. Ich glaube, ich sehe nicht alle... ...Bäume oder... Wie gesagt, ich fahre durch einige gerade wirklich blanko durch. Müssen wir mal speichern? Nee, das reicht der Kleine da? Guck mal eben. Noch nicht, weiter. Voll. So, mal gucken, vielleicht kriegen wir mal so einen kleinen Challenge. Gucken wir euch. Das Holz da oben wegbekommen, bevor Thomas wieder hier ist.
geht natürlich nicht, wenn Thomas gleich anfängt zu ruckeln, ne? Ja. Wie viele Bäume hast du noch? 2, 4, 6, 18, 12. Ah, das reicht. So schnell bin ich nicht. Oh, 12 Bäume muss ich aber erstmal liegen haben. Krass, da hat gerade ein Baumstamm neben mir gelegen, der ist einfach verschwunden. Also irgendwie. Marc, wenn wir euch dann demnächst Schweine bringen für 300 Euro die 1000 Liter, ne? Ja. Kriegen wir denn dann auch Zertifikate über die Haltung? Also wir wollen, wir haben natürlich auch so ein bisschen moralischen Hintergrund, ne? Dass das auch wirklich sauber aussieht und dass das Schlachtung, meinst du? Ja, ja, dass die Schlachtung ja, das kriegen wir. Schweinewürdig auch stattfindet, ne? Das ist ja alles vereinbart mit dem Tierschutz und so und dass die nicht lange leiden müssen und dann schauen. Mit dem Tierschutz habt ihr das sogar vereinbart? Nicht ja, schlecht. Ja, das sind doch die, die da immer hinterher sind. Ja, das ist ja, also, ich glaube nicht, dass man irgendwo einen Tierschutzbund findet, der überhaupt was vereinbart mit Schlachthöfen. So, ich glaube schon. Warum werden die denn sonst? Wer ist denn sonst dafür zuständig, dass die da entsprechend gehalten werden und ja, so. Veterinäramt macht ja, das, glaube genau. Ich. Ja, die also, meinen aber nur die hygienemäßige Aufsicht. Ja, ja, aber Tierschutzbund, es gibt doch keinen, der mit einem Schlachthof irgendwelche Vereinbarungen trifft, oder? Also, glaubt ihr. Ja, alles gut. Wenn es eine Vereinbarung gäbe. Ja, genau. Also, ich glaube, Tierschutzbund ist immer daran interessiert, Schlachthöfe zu schließen und keine Tiere zu schlachten. Alle 16 Jahre oder was ist jetzt der Schnitt, werden ja mal vom Veterinäramt kontrolliert. Also ich hätte gesagt, dass es jetzt nach den letzten Jahren und den Themen da häufiger stattfindet. Fachkräftemangel. Ja. Ist bei den Behörden schon länger Fachkräftemangel. Die haben Fachkräfte? Oh weia, der war böse. Liebe Zuschauer, wer von euch auf dem Amt arbeitet, ich weiß, es gibt, aber das war, es gibt halt viele Beamtenwitz und Sprüche, das ist, aber das habt ihr wahrscheinlich schon. So wie in jeder anderen Berufsgruppe, also, ja. Der Sascha gehört ja auch dazu und der darf ja auch mitspielen, ne? Glücklicherweise. Eine behördliche Ausnahmegenehmigung. Das genau. Er hat das richtige Formular ausgefüllt. War das? A38? Ich weiß nie, wie es genau heißt. Nee, ich auch irgendwie nie. Das rote Formular B35. A38. Ah, okay. War mein Kopf doch noch richtig. Das rote Formular A38, ist das richtig? Das ist es. Ja, mal schon. Ja, ich glaube das. In Österreich, ja. Passierschein A, 38 ist es. Passierschein A, ja. Okay. Und Thomas, mit dem Holz kommen wir ja tatsächlich womöglich wieder auf 1 Million, auf 3 Millionen heute. Ja, nächste Fuhr. Ja, ich guck gleich, was ich ausgeben kann noch. Also ich sagen, bin jetzt, hau raus. Ich bin jetzt auf dem Rückweg. Ich weiß nicht, wie viele Bäume du noch stehen hast. Ja, mit knapp. 5 stehen noch. Oh nee, dann reicht's. Hast du schon mehr als die Hälfte weg. Ja, aber du hast ja auch schon abgeladen. Das wird eine ganz knappe Kiste.
hatte unsere Challenge aber auch schon wieder vergessen. Die. Wie weit ist eigentlich unser Feld da unten? Wir haben doch noch ein Feld da zu ernten, oder? Von den dreien? Mhm. Was war denn das? Moment. Das war das 90, glaube ich. Vielleicht kannst du da mal eben anhalten und gucken. Ich guck mal, was das ist. Liebe Zuschauer, mit allen Mitteln. Soll ich das machen, damit du die Bäume wegbringst? Ja, ja, richtig. Das können wir regeln. Nee, ich hab noch drei Bäume. Ja, du hast gewonnen. Noch nicht. Aber das mit dem Feld war nicht nur so eine vorgeschobene, die. Das wollte ich tatsächlich wissen, wie weit das ist. Kann ich aber gleich selber gucken noch. So, wir haben ja da Wiese angesät. Und dann muss es das nächste sein. Die Wiese müssten wir übrigens einmal, müssten wir da mit einem Mähwerk nur einmal anhalten an einer Ecke. Damit wir die Precision Farming Werte voll haben. Also das Gras ist, glaube ich, endereif, so wie es aussieht. Und das andere Feld. Zuckerrüben. Kraut entfernen. So, der letzte Baum ist gefallen übrigens. Ja. Okay, das heißt, wir müssen mit den Rübenernte noch einmal runter, aber das... Ja, gut. Ja. Ach, wir wollten das aber abwarten, bis die. Ja. Bis wir die neuen Mieten haben, ne? Ja. Liegen im Discord. Ja. Aber Mod-Tag ist der Samstag. Nee, der Dienstag. Nee, stimmt, nicht Samstag, sondern ich hatte jetzt gesagt Sonntag. Aber zwischen Sonntag und Dienstag, ja, richtig. Aber Samstag wird ja eh keiner hier sein. Ja, weiß ich nicht. Ist das so? Also ich weiß, worauf du. Ja, ich weiß, worauf du anspielst, aber es gibt ja noch Spieler, die nicht da sind. Die nicht da sind, wo ihr so seid, oder? Genau. Also die sind woanders. Die sind schon da. So. Aber nicht hier, ne? Als physische Erscheinung. Aber eben nicht da, wo wir sind. Genau. Also der Server läuft. Samstag. Ja, ich. Also wir machen den nicht aus. Wenn du das gerne hättest, könnte ich den dann ausmachen. Also. Dann vielleicht musst du wieder neu starten. Das kann ja möglich sein. Jo, du. Das hat ja bislang auch immer geklappt, oder? Ja, ja. Jo, bis auf letzte Woche Mittwoch. Wieso? Da haben wir da auch gespielt, oder?
Ja, aber ich habe über eine Stunde gewartet und dann bin ich abgehauen. Das war wieder zu lang irgendwann. Das ist, wenn man in deinen jungen Jahren noch keine Geduld hat. Ach, guck mal hier, da liegen wir doch, welchen Boden ich auch noch nehmen kann. Ich habe irgendwo eine Ankündigung gesehen, das Strohbergungs-Add-on kommt wieder, ne? Ach, echt? Ja. Creative Mesh, ne? Ja. 37,95. Ah, da müsste ich mal, da muss ich das im Auge behalten. Ich bin ja theoretisch mittlerweile bei denen auch Partner. 27,95. Ah, das wäre für die Krone Ballenpässe mit dieser Dreierablage wäre das schon cool. Das fand ich schon ein Highlight, weil man die, dann konnte man diese Radladernummer halt irgendwie cool benutzen. Wenn schon drei Ballen in der Reihe liegen, dann war man da relativ schnell mit. Also oftmals schneller als mit dem Autostack. Ich weiß aber auch, das war unser Aufeinandertreffen damals mit dem Reha-Mod, ne? Da wollte ich doch mit dem Radlader vom Feld die Ballen runterholen auf der Ellerbach. Wisst ihr das noch? Ne, scheinbar nicht. Ja, ich erinnere mich, weil das so mich so genervt hat, dass der Radlader wie Trennscheiben auf dem Feld wirkt. Diesem Reha-Mod. Also Thomas, es ist wirklich, ich fahre hier, ich muss wirklich schätzen, wo die Stämme sind. Ja, es sieht gut aus, also ist alles weg, alles sauber. Echt jetzt? Ja. Du fällst die ganze Zeit noch Phantombäume. Also hier, Es sind schon noch Bäume da, aber da, wo du gefahren bist, da liegen nicht irgendwelche Bäume rum. Okay. Das heißt, es liegen jetzt primär nur noch hier hinten die rum, oder was? Da sind doch drei Stücke am Boden, wo noch nicht weggepresst sind. Und da liegen sie noch. Jetzt genau da, wo du jetzt bist. Ja, genau, da sehe ich noch was, ja. Ach, guck mal, aber die haben noch irgendeinen. Eine Kollision hier. So, jetzt müssen wir aber gleich helfen, wenn ich die drei jetzt hier bei dir drin habe. Dann liegt einer hinterm Trailer quer. War der kleine, so ein kleiner hier, ja, den sehe ich. Ja, und schon größer noch. Ein größerer? Ja, na, ich steig mal aus. Muss ich jetzt immer vor dem Baum stellen, den Mario fällen will, wenn er mit dem Vollenter da ankommt? Siehst du denn hier? Ne, hier sehe ich keinen. Also ich sehe, dass die Hand angezeigt wird, aber hier liegt kein Baum. Ich packe ihn mal kurz mit dem. Ja, du kannst ihn. Jetzt sehen? Nee, ich sehe nichts. Nee, ist kein. Hier hinten. Guck mal hier. Ja, hier liegt. Ist noch einer in der Luft. Hier sind noch zwei in der Luft. Nee, die liegen alle am Boden. Okay. Hier ist noch so ein dünnes Stück, so ein Reststück, das kann man so tragen. Ja, pass auf, vielleicht solltest du dann die gleich hier mal einladen, die hier also noch sind. Ich bin sowieso, ich glaube, ein Stamm geht noch rein, dann bin ich voll, dann machen wir den Rest gesehen. Nee, der ist doch voll, oder? Dann war noch, da hing jetzt einer in der Luft.
Moment. Ja, der jetzt versucht noch... Voll. Jetzt ist voll. Ja, ja, den habe ich versucht noch reinzudengeln. Machen wir so, der Rest ins Sägewerk dann. Das ist ja nicht mehr viel. Ja, aber ich weiß, ist nicht mehr viel. Da oben liegen noch zwei Stapel. Ach so, du hast dann gar nicht runtergefahren. Nee. Ja, die Stapel habe ich jetzt nicht gesehen, siehst du? Siehst du? Alles klar, ich komme wieder. Ja, alles klar. Liebe Zuschauer, das soll aber für euch gewesen sein. Wir machen ein bisschen weiter Baumstamm suchen. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier auf der Hof. Bis dahin. Tschüss. Bye bye. Tschüss. Oh. Und auch von mir. Alles Gute, bye bye und ade.